Ich habe zwei Radios, dann habe ich Kassettenrekorder, Tonbandgeräte und darauf ist alles gespeichert, was man in der Welt überhaupt hören kann, was überhaupt klingt. Musik aus fremden Ländern, die ich außerdem durch einen Kurzwellenempfänger empfange. Und die höre ich, ich höre, was die Musiker spielen, höre meine Kassetten, höre mein Radioprogramm, dann habe ich diese Morse-Taste und mit der rhythmisiere ich das Gleiche alles genau an unsere Musik an. Was der Holger hier so vorführt, Irming, soll das andeuten, dass Ken sich wahnsinnig mehr elektrifizieren wird? Holger? Aber... Nicht unbedingt, ne? Nö. Wie ist denn überhaupt euer Musik-Background? Wie hat's angefangen? Wart ihr erst eine Funky-Band oder erst eine wahnsinnige Space-Rock-Band? War das so der Startpunkt der deutschen Rockmusik, dass die alle so auf Pink Floyd erstmal macht? Man musste Underground erst mal war das. Das ja, war wahnsinnig tiefster Underground, ganz genau. Fühlt ihr euch auch so in der Underground? Da fühle ich mich heute noch so, da ja? Stehe ich drauf wie die Pest. Ja, aber es war ja am Anfang, waren wir ja in Deutschland. Ich meine, da war jede deutsche Gruppe Underground. Ja, da will ich gerade mal sagen, ihr seid doch jetzt Overground. Mit Konzerttourneen und Plattenerfolgen und so weiter und vielen Rezensionen in Zeitungen. Wir sind mit so einem Radio, aber bestimmt nicht. Bestimmt nicht. Das haben natürlich nicht viele, aber das können sich natürlich vielleicht nur Overground-Leute leisten. Ich habe ja meine Apparaturen, die kosten doch kein Geld. Das sind alles nur 2,50 Mark Sachen. Sag mir den Händler, der das verkauft für 2,50.